Oder staatliche Schuldpapiere, ohne sie tatsächlich zu besitzen. Die Grünen haben Bundeskanzlerin Merkel aufgefordert, eine Sondersitzung des Bundestages zur Finanzkrise zu beantragen. Das Parlament müsse die Beschlüsse des Europäischen Rates von Ende Juli schnell umsetzen, um die Märkte zu beruhigen, hieß es zur Begründung. Außerdem wollen die Grünen, dass der Euro-Rettungsschirm aufgestockt wird. Gerd Dietenbrock. Nach dem Grundgesetz können ein Drittel der Abgeordneten, der Bundespräsident oder die Kanzlerin eine außerplanmäßige Sitzung des Bundestages verlangen. Da die Grünen allein nicht über dieses Quorum verfügen, forderte Fraktionschef Jürgen Trittin jetzt in einem Brief an Bundeskanzlerin Merkel diesen Schritt. Leider habe der vergangene Euro-Gipfel die Finanzmärkte nur kurz beruhigen können. Darauf müsse reagiert werden. Zugang zur Europäischen Union erhält. Brandenburg hat die Opfer des DDR-Grenzregimes geehrt. In der Heilandskirche in Potsdam-Sackow fand am Mittag eine zentrale Gedenkveranstaltung des Landes anlässlich des 50. Jahrestages des Mauerbaus statt. Ministerpräsident Platzek betonte, der Bau der Berliner Mauer sei eine Bankrotterklärung für das SED-Regime gewesen. Seine Regierung werde die Aufarbeitung der Geschichte fortsetzen und die Erinnerung an die Opfer bewahren. Der frühere Bundesaußenminister Genscher versicherte, die Opfer würden niemals vergessen. Die Heilandskirche am Ufer der Havel war durch Mauer und Stacheldraht von der Ortschaft Sackow getrennt und galt als Symbol für die tiefen Einschnitte im Leben der Bewohner des Grenzgebietes. Berlins Bildungssenator Zöllner sieht die Schulen für das neue Schuljahr insgesamt gut gerüstet. Nach Angaben Zöllners arbeiten künftig mehr Lehrer und Erzieher an Berlins Schulen. Die Zahl der Schüler bleibt mit gut 320.000 relativ konstant. Susanne Gugel. Auch wenn erst die kommenden Tage zeigen werden, wie die Situation an den einzelnen Schulen konkret aussieht, der Bildungssenator findet, er hat seine Hausaufgaben gemacht. Knapp 1.200 zusätzliche Lehrerstellen sind demnach an Berlins Schulen geschaffen worden. Rund 100 davon können erst nach Schuljahresbeginn in der kommenden Woche besetzt werden, weil Bewerber kurzfristig abgesagt hätten, so Zöllner. Abgesehen von einzelnen Engpässen rechnet auch die Lehrergewerkschaft GEW mit einem insgesamt guten Schuljahresbeginn. Ein Bombenalarm im S-Bahnhof Lichterfelde Süd hat am Vormittag für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. In einer S-Bahn war ein herrenloser Metallkoffer entdeckt worden. Der Zug wurde daraufhin auf ein Abstellgleis gefahren und das Gepäckstück untersucht. Inzwischen gab die Bundespolizei Entwarnung, der Koffer habe sich als harmlos herausgestellt, hieß es. Die Sperrung des Bahnhofs und der Bahnstrecke bis nach Teltowstadt wurde aufgehoben. Das Wetter, vielerorts locker bewölkt. Aktuell 21 bis 23 Grad in Berlin, 19 in Rangsdorf, 23 Grad in Kalau. Bis zum Abend zeitweise freundlich, besonders von der Prignitz bis zur Uckermark auch schwache Schauer. Nachts örtlich Niederschläge bis 12 Grad, morgen teils heiter, teils wolkig, dazu einzelne Schauer bis 23 Grad. Inforadio. 15.26 Uhr am Mikrofon Anne-Kathrin Mellner. Einen schrecklichen Fund hat die Brandenburger Polizei am frühen Morgen in einem Waldstück an der Autobahn A24 gemacht. In einem ausgebrannten Auto fanden sie zwei Leichen, zunächst davon Kindern die Rede. Aber das scheint jetzt wieder ungewiss. Bei mir im Studio ist meine Kollegin Franziska Prignitz.